Radio. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Super Mario 64 DS. Ich bin der Lustleichling und was soll ich sagen? Leute, ich habe mega Lust auf Super Mario 64, aber dachte mir, hey, das Spiel hast du doch schon Let's Played. Ist zwar schon über 5 Jahre her, aber hey, ne? Wenn, dann kannst du doch gleich das DS Remake zocken, was er damals mit Mario, ja, was natürlich damals als eines der Launch-Titel für den neuen DS rauskam und natürlich gleich mal von einigen Features Gebrauch machte. Okay, warte mal, was ich hier gerade mache, seht ihr eh nur auf dem kleinen Bildschirm. Ne, Leute, also, ich will unbedingt wieder Mario zocken, nachdem ich da ein bisschen gehuckt wurde von Mario Galaxy. Ja, gebe ich ja zu, habe ich echt wieder Bock. Und deswegen, was so... Nein, hey. Ups, hier kann man auch selber was malen. Hier, ein Herz. Oh Gott, sieht eher aus wie ein Pfirsich. Okay, egal. Swoot. Wir gehen zurück zum Menü. Und Leute, ich wollte euch noch was zeigen, Leute. Dieses Spiel hat ein tolles Feature. Passt mal auf. Hier, Mann. Beleuchtung ein oder aus. Machen wir mal aus. Ja. Aber Mensch, Leute, ey, man, da konnte ja damals... Was ist das hier? Surround? Stereo. So. Man konnte ja damals echt irgendwie der allererste Nintendo DS, erinnert euch noch an den, der konnte ja wie der Game Boy Advance SP ohne Beleuchtung gespielt werden. Also an ausknipsen, nicht nur Helligkeitsstufen einstellen, nein, man konnte komplett ausmachen. So, und da ich ja auf dem 3DS das Spiel jetzt spiele, der sowas nicht mehr hat, ist das Bild einfach noch komplett schwarz. Toll, so könnten wir jetzt spielen, wenn wir wollen. Aber nee, lass mal lieber. So. Okay, wir beginnen gleich mal so gleich mit unserem Abenteuer. Hier ist noch Spielzimmer, aber das... Da will ich nur jetzt noch nicht drauf eingehen. So, Leute. Wir berühren. Nein, natürlich nicht. Ich berühre das Spiel nicht. Oh, Leute, ey, Super Mario 64, oder? Was für ein geniales Spiel damals auf dem N64 gewesen ist. So der Hammer. Und es gibt aber, im Gegensatz dazu, gibt es in diesem Remake 150 Sterne anstatt nur 120. Und wir starten einfach mal Datei B. For you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Ich habe einen Kuchen für dich gebacken. Komm mich mal besuchen. Da denkt Mario sich natürlich gleich, boah, bin dabei. Lucky du. Ach, die schöne Kamerafahrt, ey. Ach, Mensch, Leute, ey. Es hat sich hier so viel verändert. Also ich sag mal so, ihr könnt euch echt auf ein richtig cooles Remake freuen. Wow, das ist auch neu. Let's go. Ich dachte nur Mario war eingeladen. Oh, was zum? Wieso bringt Mario, Luigi und Wario mit? Was ist hier los? Und Yoshi pennt wie damals auf dem Dach des Schlosses. Yoshi! Yoshi! Wie kam er vom Dach dahin? Hör zu! Hm? Was bist du denn, Mann? Mario ist noch nicht zurück. Na, vielleicht war es ein großer Kuchen. Hä? Oh yeah, Leute. Zur Verwunderung aller zockt man den Beginn des Spiels mit Yoshi. Oh mein Gott, Yoshi, ey, damals war ja Yoshi nur ganz geheim versteckt oben auf dem Dach. Und dann irgendwie haben sich die Fans ja damals wohl gewünscht, so genau weiß ich es aber auch nicht mehr. Von wegen, ey, man will doch mit Yoshi lieber spielen und so, warum ist Yoshi nicht spielbar? Und deswegen startet man das ganze Spiel einfach mal mit ihm. Er kann natürlich hier seine typischen Tricks hier und sowas alles und... Ach, das ist die Kamera, okay. So, stopp. Ja, okay, Kamera, wow, alles klar, klappt auch gut. Und wir sind hier Yoshi und erkunden einfach mal die wunderschön geremakte Welt. Sieht alles natürlich viel, viel krasser aus als noch damals auf dem N64. Ja, stopp. Also, wo sind denn Mario und Luigi? Was ist denn hier los? Gehen wir einfach mal ins Schloss rein. Hier auf dem Hof gibt es auch ganz viele neue Sachen. Wie gesagt, es gibt hier 30 Sterne mehr.
als noch im Original. Und die sollen ja alle irgendwo noch versteckt und untergebracht worden sein. Und, ah, das wird schön. So, gehen wir einfach mal rein hier. Wo seid ihr denn? Was? Du brauchst einen Schlüssel für diese Tür. Wenn da gelacht. Einen Schlüssel. Fällt dir schon mal gut an. Hm? Anders als vorher. Oh, die Tür ist verschlossen? Hm, eben habe ich ein Kaninchen gesehen, das einen Schlüssel im Maul trug. Schau auf die Karte des Touchscreens nach, Yoshi. Ah. Ja, okay, ich bin Yoshi, wie Yoshi aussieht. Dup, dup, dup. Oh mein Gott. Yoshi, renn! Na, jetzt gibt es eine extra Renntaste. Auch schon mit Anlauf, Achtung. So, wo ist denn der olle Häschen hier? So, wo ist er da? Da ist er ja! Komm her hier. Wurmsen! Das geht nicht. Ich habe dich doch nur ein bisschen gefoppt. Komm, lass mich. Gefoppt. Komm, lass mich gehen. Nö. Doch, stopp. Eieieiei. Ei, caramba, oh Mexikaner. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Mein ganzes Leben zog an mir vorbei. Furchterregend. Egal, hier, nimm den Schlüssel. Er ist mir sowieso lästig. Was sollst du auch mit dem Schlüssel machen? Yeah. Du hast von den Kaninchen den Schlüssel zum Schloss erhalten. Nun kannst du das Schloss betreten. Mario und seine Freunde sind vor Ewigkeiten in das Schloss gegangen und sie sind bisher nicht zurückgekommen. Möchtest du speichern? Was, jetzt schon? Nee, noch nicht. So. Schön geformte Luigi-Büsche hier mit L-Form und auch Steine und sowas alles. So, ich muss mir ganz kurz mehr in die Steuerung wieder einfinden. Yeah! Klappt alles super geil, Mann. Flüssig und so. Vor allem muss ich das ja nicht mit dem Dicky-Kreuz zocken, wie man damals halt auf dem DS das machen musste. Auf dem 3DS hat man da so ein Schiebepad und das zockt sich eigentlich auch voll am geil. So, okay, dup. Ich bin ein Yoshi. Ab ins Schloss. Yeah. So, Mario, wo seid ihr denn alle? Willkommen, niemand zu Hause, Mann. Zisch ab und lass dich nicht mehr erblicken. Das klang nach einer Bowser. Ach, diese schöne Mucke. Oh, das war Yoshi, nicht ich. Hoppala. Knacks, so. Powerbomb kann man auch noch machen hier. Bams. Stampfattacke. So, Toad? Toad, was ist passiert? Oh, der Himmel sei Dank, dass du hier bist, Yoshi. Bowser hat Prinzessin Peach und alle anderen in den Wänden eingesperrt. Er hat unsere Powersterne gestohlen und mit ihrer Macht ein Land der Monster in die Wandgemälde des Schlosses geschaffen. Wo hat er das denn gemacht? Mario und seine Freunde wollten die Sterne zurückholen, aber bis jetzt sind sie noch nicht wieder zurückgekommen. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, waren sie auf dem Weg in den linken Raum, wo ein Gemälde der Bonbons hängt. Wo sind sie nur? Ob sie irgendwo ein Nickerchen machen? Yoshi, bitte finde sie und hol die Sterne zurück. Wir verlassen uns auf dich. So viel zur Story. Bowser hat mal wieder irgendwie übelsten Mist verzapft. Und hier sind überall kleine Türen mit Nummern drauf. Und das heißt, wir brauchen so viele Sterne, um da reinzukommen, kennt man eigentlich, oder? Ihr seid doch alle, Leute, ihr kennt doch alle Super Mario 64, ey. Der Sprung von Mario von 2D zu 3D. Und das ist ja super gelungen, diesen mega geilen Spielen. Deswegen fangen wir einfach mal an. Hier haben wir eine Tür ohne Begrenzung und, ach, neue Bilder gemacht und neue Texturen und sowas alles. Und, was ist hier? Nicht die Steuerung, glaube ich, erklärt, ne? Um erfolgreich zu sein, musst du zwei wichtige Sprungtechniken beherrschen. Dreiersprung, renne und okay, jetzt ist alle durch Steuerung hier. Ist aber Steuerung. So, ich hoffe, die Bildschirmaufteilung ist wieder soweit in Ordnung. Ihr seht immer unten rechts schön die Karte. Und alles wichtige Hauptgeschehen seht ihr auf dem oberen Bildschirm. So, Yoshi kann, anders wie andere, wirklich nur seinen Flatterflug machen und halt seine Zunge benutzen. Er kann aber nicht wirklich schlagen. Aber okay. Yoshi wird das trotzdem schaffen, Mann. Wir biegen uns einfach mal in die erste Welt. König Bomboms Gipfel. Bomboms Bombenberg. Zack. Yagi. Die Mucke ist so geil. Bei der Suche nach Mario bist du inmitten auf dem Schlachtfeld gelandet. Wo ist Mario? Sprich als erstes den Bombom Buddy an. Im Standardmodus musst du dazu nur A drücken. Buddy wird dir bestimmt helfen, weiterhelfen können. Bist du Buddy? Ah, die Damen und Herren, passen Sie auf. Wenn Sie hier so durch die Gegend latschen, kann Ihnen eine Wasserbombe auf die Rübe ballern. Dies war einst ein grünes Paradies, aber König Bombomb hat einen Powerstern in seinen Klauen. Der hat noch nicht mal wirklich geklauen. Es ist doch gar nicht lange her, da ist ein mitbärtiger Mann mit einer roten Mütze auf den Berg gegangen. Er hat nicht auf die Warnung gehört. Da fällt mir auf, er ist nie zurückgekommen. Was ihm wohl passiert ist? Das würde ich auch gerne wissen. Bist du Buddy? Was machst du dir? Gefahr, ihr findet gerade einen Krieg zwischen den fiesen schwarzen Bonbons und uns, den niedlichen Bonbons, statt. Schau auf der Karte nach, folgst du der Straße, ja?
Dann unterquerst die Brücke, betrittst du ihr Gebiet. Dort ist auch der König der Bomb-Ums. Okay, Mann, er ist sehr mächtig und schießt Bomb-Ums oben vom Berg herunter. Pass also gut auf, wenn du dich auf den Weg zum Berg machst. Alles klar. Hat man eigentlich damals im Original sich sowas wirklich jemals durchgelesen? Man hat das Spiel einfach gespielt, oder? Weil es eigentlich schon so selbsterklärend war und so richtig geil. Knacks. Sowas kann Yoshi zum Beispiel nicht kaputt machen. Was war das denn? Weil mit seiner Zunge hier im Stein lecken hier ist und bin ich so. Hier, Yoshi, hol dir Mineralien. Steine lecken. Aber er kann dafür Gegner auflecken und daraus Eier machen. Mensch. Nerms? Wie geht das nochmal? Oh Gott. Ah, man muss einfach bloß warten. Also, was mache ich jetzt damit? Ah! Das ist ja mega cool. Bitte entschuldige, ich muss mich, wie gesagt, ein bisschen einüben hier. Ja, oh! Komm her! Nermsen! Schluck ihn runter, das geht ja. Lalalalala, die Sammelmünzen, wie wunderbar. So, in jeder Welt sind, ich glaube, hier nicht nur 6 Sterne versteckt, sondern 7. Kann ich eigentlich noch. Oh, geil. So, yeah! Wow, explodiert. So, dann gehen wir natürlich erstmal zu König Bomb-Bomb. Alter, der Kettenhund. Ey, der sah so scheiße aus im Original. Der olle Kettenhund, ey. Aber um den kümmern wir uns später. Ich renne hier einfach mal. Boah, wo kam das her? Das war ja sowas von gemein. Oh, oh. Oh, ich kann ihn ausspucken. Ah, den wollte ich gerade runterschlucken, wollte ich sagen. Oh, ein großer Pfeil. Dem folge ich mal. Wow, was geht denn hier ab? Oh Mann, ey, okay, ein bisschen ist die Steuerung, aber doch ein bisschen. Ja, ein bisschen komisch. Aber da gewöhne ich mich schon. Das Schlimme ist, was wieder die Musik hier, ey, da will man immer so mitsingen. Komm her, Gürmsen. Yeah, der olle Bomb-Um. Warte mal, wir sollten ihn als Yoshi jetzt besiegen. Ich glaube, ich erinnere mich. Wartet mal. Ich habe keinen Bock, den ganzen Berg hochzulatschen. Ich nehme die bekannte Abkürzung. Susu? Alles klappt ja wie geschmiert, ey. Auf der Karte sieht man nochmal, wo man sich gerade hingespawnt hat. Hoppala! So, du bist der Typ, der hier Stress macht! Ich bin König Bomb-Bomb, Herr aller Explosionen, Mann. Kaiser allen Kabums. Unglaublich. Sogar ohne Bart hast du es bis hierher geschafft. Ah, ich bewundere deinen Mut. Wie dem auch sei, ich werde meinen wertvollen Power-Stern nicht einfach hergeben. Du musst mich besiegen, wenn du ihn haben willst. Aber du wirst ein Bomb-Omb. Du wirst mein Bomb-Omb, die dann hilflos ausgeliefert sein. Also, jetzt steck den Waschlappen zurück, Mann, und in deinen Mund und klapp den Kiefer zu. Das ist einfach würdelos. Lass den Kampf beginnen. Oh oh. Du. Okay, ein Anschein nach ist dieser Kampf ein bisschen anders. Boah! Er wirft mit Bomben. Und er hält mich fest! Wie los? Oh, Tor! Das hat gar nichts ausgemacht. Hier, Mann. Okay, das. Ich brauchte gar nichts machen. Was macht er denn da? Komm her! Oh, oh. Leute, das ist ganz anders als früher. Oh, Tor! Das war ja auch normal. Das hat gerade voll super geklappt. Oh, Tor! Ich glaube, das muss aber so sein. Und jetzt noch einmal. Oder? Jung. Mach einfach mal. Und. Yeah, du. Aua, das sind wir getan. Hier konnte ich nur gegen einen solchen Milchbubi verlieren, Mann. Das muss unter uns bleiben. Ich gebe dir dafür auch meinen wertvollen Power-Stern. Willst du mich wieder treffen? Wähle im Menü diesen Stern aus. Tschüss, gut explodiert. Leute. Unser erster Powerstern. Oh, geil. Diddle-diddle-diddle-diddle, yeah. Daneben. Woo. Ach, Mensch, ey. Ist aber schon irgendwie so ein bisschen. Wow, zack. Unser erster Stern. Da freut er sich. Da-dam. Will ich jetzt speichern oder. Will ich jetzt speichern? Na, okay, warum nicht? Nein! Voll verdrückt. Na toll, das wird bestimmt noch öfter passieren. Nein, Mensch, wir sind da lange nicht fertig hier. Zu mir, Mario. Ja, wir machen jetzt. Ja, Mario. Na, hä? Alter, diese. Ich drück doch, Mann. Was willst du denn? Sorry, Leute. So, also Abenteuer. Na, Mann! Du komisches Vieh, mein Alter. Ich vergesse ja immer, dass.
Ihr müsst ja wissen, ich tippe ja immer so ein bisschen blind auf den Touchscreen drauf, aber ich vergesse ja, wenn ich ein DS-Spiel spiele, ist das ja alles kleiner. Ja, geht ja okay. Ach, naja, okay. So, also. Und wieder rein ins Schloss. Wir haben jetzt einen Stern. Was ich sagen wollte, ist schon so ein bisschen ein schlichteres Remake, wenn man bedenkt, dass was wir aus Ocarina of Time gemacht haben. Ocarina of Time 3D war ja nochmal richtig komplett anders. Da haben sie ja neue Dinge eingebaut und neue. Ja, es sah halt an sich alles nicht nur hübscher aus, sondern auch ein bisschen anders. Und hier sieht es einfach bloß hübscher aus. Aber okay, warum nicht? So, wir haben einen Stern. Wir könnten natürlich schon viel mehr holen in dem gleichen Level, aber... Erstmal die Tür hier aufmachen. Die Tür fühlt die Macht der Sterne und öffnet sich langsam. So, Leute, und hier hat sich einiges verändert im Vergleich zum Original. Hier haben wir 4 Türen mit einem M. Sie ist verschlossen. Auf der anderen Seite der Tür ruft jemand um Hilfe. Na klar, Leute, da sind sie verschwunden. Die Helden. Naja. Was? Auf der anderen Seite knurrt jemand. Auf der anderen Seite der Tür furzt jemand ganz eklig laut. Okay. So, was hier? Schreit jemand. Auf der anderen Seite schreit jemand von Luigi voll. Nein, Hilfe! Oh Gott, ey, was ist hier los? Was ist das für eine weiße Tür? Auf der anderen Seite der Tür ist es still. Tja, ja, Leute, das sind also... Jetzt wissen wir, was unseren Helden passiert ist und... Ich glaube, wir sollten jetzt schon mal einen befreien können. Oh mein Gott, Toad, was machst du denn hier? Oh nein, ich habe die Schlüssel zu Prinzessin Peachs Geheimschublade verloren. Sie wird mir die Hölle heiß machen. Kannst du nicht für mich die Schlüssel für mich suchen? Das bleibt jetzt unter uns, aber mit den Schlüssel kannst du das Spielzimmer von Prinzessin Peach öffnen, in dem sie als Kind immer gespielt hat. Wenn du den Schlüssel hast, dann kannst du in ihrem Spiel Minispiele spielen. In ihrem Spielzimmer Minispiele spielen. Wähle dazu einfach die Option Spielzimmer im Titelbildschirm an. Toll. Das kann ich aber, glaube ich, auch hier machen, oder? Wenn ich hier irgendwie... Wie viele Schlüssel besitzt du bereits? 0. Toll. Ach, das ist doch viel. So, hier ist ein Bild. Und es bewegt sich. Deswegen einfach... Okay, das ist natürlich jetzt hier gerade, was ich erzählt habe. Ist ja wieder Quatsch. Der Raum ist ja hier komplett neu gemacht. Mit auch mehreren Sachen und sowas drin. Peaches Spielzimmer. Aber okay, sei es drum. So. Ich erinnere mich, dass es hier einen kleinen, leichten, einfachen Bonusstern zu holen gibt. So. Und zwar muss ich hier den Typen hier... Sag mal, Spinnst du? Komm her, ey. Dum, dum, vor allem Mario Sunshine-Mucke. Voll geil. Ist okay. Dum, 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 dum. Yoshi, Alter, der Surfing hier, ey. Dum, dum, dum. So, das ist zum Beispiel mal der erste. Was so? Yoshi, sollst du ihn einsammeln? Okay. Dum, 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 dum. Auf der Karte sieht man ja alle. Das ist natürlich schön. Yeah. Yeah. Na, der wird anscheinend auf der Palme sein. Oh, da! Warum ist denn hier bitte Mario Sunshine Mucke? Okay, eigentlich gefällt es mir ja doch. So. Ja, Yoshi, hol die Palme. So. Yeah! Ich bin der Yoshi, ja. Nein, ich wollte eigentlich. Ich hatte doch nur ein bisschen Angst. So, jetzt hat bloß noch der olle Typ da, der olle Geier, das Ding. Muss ich den einfach jetzt... Ah, ja, ist klar. Komm her. Du olle Typ. Muss ich den einfach hier springen? Okay. Einfach so. Yeah. Und wir haben 5 Silbersterne. Dum, dum, da. Erinnert er dann auch wieder gleich an Mario Galaxy, oder? Dum, dum. Yeah. Den ersten neuen optionalen, nein, heißt optional, den ersten neuen Bonusstern gesammelt. Ein geheimer Stern des Schlosses geschafft. So, jetzt muss ich irgendwie speichern. Ja, okay, hat geklappt. So, Leute, und dann würde ich ja mal fast sagen, beim nächsten Mal. Oh, hier brauchen wir 8 Sterne. Oh. Okay, da geht's doch noch gar nicht lang. Dann würde ich sagen, beim nächsten Part, Leute, sehen wir uns hier wieder. Yoshi muss noch ein bisschen was machen, ehe wir mit den anderen spielen können. Yoshi muss sie alle retten, alle finden. Ich hoffe aber, ihr freut euch über dieses Projekt. Wer so darüber überlegt, wie lange das damals gedauert hat, als die Parts ja noch 10 Minuten lang waren, bei Super Mario 64 im Original, kann sich ja eventuell vorstellen, wie lange das jetzt hier dauern wird. Ich denke mal, es wird nicht lange dauern. Das Spiel ist ja relativ kurz, aber es macht super viel Spaß und ich habe einfach mega Lust drauf. Mega Lust drauf mit Yoshi und vor allem Mario und Luigi. Und Wario, die unterscheiden sich ja dann nochmal alle voneinander. Wario ist zum Beispiel recht langsam und so und... Aber dafür ist Luigi kann höher springen und Mario ist extrem stark und so. Ach geil.
War auf jeden Fall ein sehr schöner Launch-Titel für den DS damals. So, jetzt aber freue ich auf den nächsten Part. Ich tue es auf jeden Fall. Und Yoshi, der sympathischste Held hier, der ja viele Fans hat, hat noch einiges zu tun. Ciao!